Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Heute ist das Ziel, in den Keller zu kommen, und direkt vorneweg sage ich es euch, ich habe gesehen, dass ich relativ viel Wiedergabezeit habe in letzter Zeit. An die Person, die das Video hier schaut, auch wenn es nicht ganz ist, einfach allein wenn ich so ein bisschen schaut, jetzt die ersten paar Minuten, schreibt das bitte mal gerne in die Kommentare, mich würde es übel interessieren, wer das ist. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, das wollte ich kurz sagen. Jetzt versuchen wir in den Keller zu kommen, weil ich will in den Keller kommen. Wir wissen ja schon, wo das der Hammer ist. Wo ist der Nachbar? Gehen wir rein. Oh, scheiße, er hat mich gesehen. Okay, dann, gehen wir kurz raus. Stuhl! Oh Gott! Mann! Och, Junge! Direkt gehabt, Junge, es wird schon wieder... Wo ist meine Taschenlampe jetzt hin? Och, Mann! Naja, Leute, auf jeden Fall... Ah, die ist hier, okay. Scheiße, ich hab sie weggeworfen. Auf jeden Fall versuchen wir heute reinzukommen. Wir wissen ja, zum glücklichen Glück, wo das schon mal der Hammer ist. Dann haben wir schon mal die Hälfte. Zum anderen brauchen wir einen Schlüssel. Ich weiß allerdings nicht, wo der ist. Und das könnte ein Problem werden. Ja, übrigens, Tipps und Tricks könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Das würde mir auf jeden Fall helfen. Können wir eigentlich leben? Er ist übel nah, glaube ich. Also... Weiß auch gar nicht, ob der Nachbar Türen hört. Er ist auf jeden Fall in der Nähe. Aber ich weiß gar nicht, ob er Türen hören kann. Oder ob das ihn einfach nicht juckt. Das würde ich gerne wissen. Ich könnte auch mal in den Fahrstuhl. Wo muss ich drücken? Hier. Zweiter Stock, bitte. Geht das? Hallo? Fahrstuhl. Oh Gott, zum Glück hat er funktioniert, Alter. Stellt euch vor. Oh Gott, Alter, was ist das denn? So eine Puppe. Oh, stimmt, mit den Bildern muss man übertrieben aufpassen. I remember. Die Eisenbahn ist verdammt laut. Allgemein, das Spiel ist so laut, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ah, da ist ein Dietrich. Hey, ja, warte mal, aber das funktioniert doch safe mit einem Dietrich, oder nicht? Hey, warte mal, was? Oh nee, das wollte ich jetzt nicht. Okay, hier geht's. Alter, da ist eine Glocke, alles klar. Und da ist ein Presslufthammer. Das sind doch Presslufthammer, oder? Ich glaube. Und wieso ist denn hier ein Loch, Alter? Ich will hier... Oh Gott. Kann ich hier rüber, ohne runterzufallen? Ja. Hey, wo bin ich denn jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Kann ich nicht rein? Ach, hier war ich ja gerade. Ich bin auch dumm. Okay. Was gibt's hier noch? Fernglas. Katze, Alter. Wow. Da sind Schuhe. Hier geht's raus. Nach oben können wir scheinbar nicht. Der Weg ist obviously versperrt. Okay, was ist hier? Hier kommen wir auch nicht rein. Ja, droppen wir einfach mal runter, oder? Hier. Ja, Leute, komm. No risk, no fun, oder? Können wir mit dem Presslufthammer den Nachbar töten? Vielleicht das Licht... Ui. Er hat uns safe gehört, der Nachbar hier. Wo ist der Nachbar? Ding ist, die Steps sind auch überall genau gleich laut. Ich weiß nicht, wo das er ist. Okay, wir sind in der Garage. Da ist nochmal ein Hammer, stimmt. Alter, da ist eine Bärenfalle. Ich hab's mit den Controls noch nicht so ganz, muss ich ehrlich zugeben. Hier ist hier in den Kisten irgendwas. Steck vielleicht... Oh. Hier könnten wir noch das Garagentor wahrscheinlich aufmachen. Aber das machen wir erstmal nicht. Was passiert, wenn wir jetzt hier die Tür öffnen? Würde uns direkt schnappen oder... Oh, fuck, hier kann man gar nicht rein. Wow! Oh lol! Hilfe! Oh mein Gott! Dort war doch ein Grab! Oder bin ich blind? Er kommt. Oh mein Gott! Leute! Nein, und vor allem... Scheiße, ich habe, glaube ich, auch meine Items weggeschmissen aus lauter Panik. Ich habe nichts mehr. Eins, zwei, seht ihr? Ich habe nichts mehr. Scheiße. Was hat er doch gemacht? Das war doch ein Grab. Oder ein... Ach so, das war vielleicht einfach ein Beet. Ich habe auf jeden Fall Erde gesehen auf dem Boden. Aber wer pflanzt... Hä? Wer pflanzt denn Sachen an im Haus? Gut, wer hat ein Grab im Haus? Das ist die gleiche Frage. Versuchen wir nochmal hinten reinzukommen. Beziehungsweise ich gucke hier erstmal kurz. Ist er denn noch da drin? Vielleicht wollte er einfach gerade nur so Kartoffeln anpflanzen oder so. Und dann kommen wir einfach. Was ist eigentlich das? Oh Gott, Alter, mein Herz. Oh nee, you must be this Talia. Verpiss dich, Alter. Schnell rein. Neuer Tag. Neues Glück. Wobei, das Glück wird jetzt wahrscheinlich beschränkt sein, weil er jetzt übel aufpasst. Die ganze Zeit. Indirekt rein. Und holen hier den Hammer. Das ist erstmal wichtig. Dann können wir ihn verkloppen. Können wir vielleicht mit einer Kiste oder so ihn abwerfen? Das muss ich das nächste Mal versuchen. Oh Gott. Ich wäre fast rein. Okay, warte mal, ich lade auf. Da ist wirklich ein Grab. Ich sagte es doch. Ich habe doch dieses Kreuz gesehen. Gott. Also da unten ist jemand vergraben. Warum auch immer. Oder ist das sein Grab? Braucht es eine Glocke? Okay. Interesting. Was passiert jetzt, wenn ich diese Kiste schmeiße? Warte mal. Stimmt, wir können doch auch Stühle mit Türen verbarrikadieren. Geht das nicht?
Oh ne, oder? Wollte ich nicht. Oh, es hat Lärm gemacht. Wir stellen einfach alle Stühle davor, dann kommt er da nicht mehr rein. Oh shit. Was ist mit den Stühlen los? Vielleicht sollten wir hier mal raus. Ich will auch hier oben mal durch, aber zu dieser Tür kommen, aber das ist doch so schwierig. Wie soll man das denn schaffen? Ich weiß auch gerade gar nicht, wo er ist. Und das erfreut mich keineswegs. Das sind Äpfel. Das sind Äpfel. Wieso sind da Äpfel? Waschbecken, ist hier irgendwo was drin oder ist das einfach alles leer? Wäre so unnötig, da irgendwas zu platzieren. Den Ofen können wir gar nicht aufmachen. Oh, der Fahrstuhl ist nicht mal hier. Ich weiß auch gar nicht, wo der Nachbar ist. Aber er ist nicht hier. Wir können schon erstmal die Nägel entfernen, dann hätten wir das gemacht. Dann können wir nochmal kurz oben gucken wegen dem Dietrich. Oh shit, das war laut. Nein! Holy cringe. Schnell weg. Okay, der Nachbar ist jetzt unten. Ja, ist da vorne. Warte mal, wir gucken ihn kurz an. Hallo, Herr Nachbar, wie geht es Ihnen? Ciao. Okay, also. Er ist jetzt schon mal wieder weg. Das heißt, time to shine für uns. Ich versuche jetzt nach hinten zum Fahrstuhl zu kommen. Wieso liegt da der Stuhl an der Wand? Wow! Oh mein Gott! Alter, was ist das denn? Und immer so laut. Wieso steht er denn auch direkt dort? Och Gott, Junge. Ah, mein Herz. Oh, holy cringe, ich nehme jetzt mal eine Box mit. Wo ist beim Fernseher? Können wir uns jetzt hinten reinschleichen, ohne dass er es merkt? Wenn wir ganz... Nein, jetzt hat er hier zugemacht. Wollte gerade sagen, wenn wir ganz leise und vorsichtig sind... Oh ja, so viel zum Thema leise und vorsichtig. Kommen wir vorne denn noch rein? Okay, ja, voll... Vorne würden wir noch reinkommen. Okay, wir warten jetzt, bis wir ihn... Oh, ich glaube, er ist gerade rausgegangen. Okay, er ist nicht mehr hier. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, was ist los? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, war das knapp, ey. Egal, das Fenster ist jetzt hinten offen. Geh mal bitte wieder Fernseh schauen. Ach, ich dachte schon, was will der jetzt, Alter? Ach ja, Leute, ihr seht ja die Leiste da unten gar nicht richtig. Weil irgendwie hat das Spiel ein... Oh ne, warte, das wollte ich jetzt nicht. Tut mir leid, warte mal. Irgendwie hat das Spiel ein Skalierungsproblem. Und ihr seht halt jetzt nicht so... Nicht das Ganze, was ich sehe. Aber dafür seht ihr jetzt dieses Taskbar. Warte mal, ich mache das aber noch ein bisschen weiter runter, weil... Ihr müsst ja da nicht alles sehen. Ja, so reicht, glaube ich, schon noch ein bisschen runter. Weil dann seht ihr auch noch was vom oberen Bildschirm. So. Oh Gott, Alter, ich bin tot. I'm dying, help me. Guckst du wieder fern? Nee, natürlich nicht. Och Mann, jetzt ist er wieder im Haus. Ich dachte, jetzt habe ich schön Zeit für mich hier mal ein bisschen. Aber nee. Oh Gott, war das laut. Okay, ich weiß nicht, wie schlau das ist, aber wir machen das jetzt einfach mal. Also generell ist nicht so schlau, bei eurem Nachbar einzubrechen. Macht das nicht nach. Scheiße, eine Kamera. Mach ich. Oh, es hat geklappt. Schnell raus. Oh, oh. Nee, überall sind Kameras. Wo ist denn Kameraraum? Schnell. Oh, oh, ich habe Angst, Leute, ich habe Angst. Ich habe Angst. Was ist das eigentlich? Oh! Nein, ich fall. Renn, renn doch! Oh mein Gott! Hilfe! Junge! Alter, dieser Psychopath! Alter, er ist ja einfach wie Unge! Okay, jetzt müssen wir nur warten, bis er weg vom Keller ist. Dann haben wir es ja eigentlich geschafft, oder? Ich weiß sogar nicht, sind jetzt die Bretter an? Ne, die Bretter sind noch weg. Okay, also alles gut. Ja, wir versuchen es direkt, oder? Nein! Ja! Ich hab's geschafft! Das Ending, Leute! Oh ne, warte, die Cutscene. What? Hä? Nein! Was? Nein, das Spiel ist abgestürzt. Was? Was? Oh Gott, Alter, mein Hals ist gerade komplett im Arsch. Das Spiel ist abgestürzt, aber im Schluss hat er uns in ein Grab gepackt. Wird er uns vergraben? Wobei, ich kann euch eigentlich ja vielleicht die Cutscene einfach noch kurz zu Ende zeigen, weil ihr habt euch ja eigentlich verdient. Wir wurden einfach vergraben von ihm. Also nehme ich an, nicht schlecht. Nee, okay, also auf jeden Fall, dachte, wir haben es geschafft. Alter, wie er aber uns auch noch kurz vorgesehen hat. Okay, Leute, ich will euch jetzt aber auch nicht weiter nerven mit meinem Gelaber. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, an die Leute, die jetzt noch dran sind, schreibt bitte mal unten in die Kommentare irgendwie Tomatensauce oder so. Ja, wäre auf jeden Fall richtig. Nee, aber auf jeden Fall, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, wer das so ein bisschen regelmäßiger meine Videos guckt. Und ja, lasst ein kleines Feedback da, Tipps und Tricks unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, was das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!